Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und Hannover 96. Ich begrüße ganz herzlich die beiden Cheftrainer. Und wie immer hat der Gast das erste Wort. Herr Breitenreiter, Ihr Fazit zum Spiel, bitte. Ja, vielen Dank. Ich glaube, die Zuschauer sind heute alle wirklich auf ihre Kosten gekommen. Wer hier im Stadion war, hat ein tolles Fußballspiel gesehen von beiden Mannschaften. Offensivspektakel mit vielen Torraumszenen. Und ich bin der Meinung, dass dieses Spiel heute keinen Verlierer gehabt hätte. Ich finde, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen für beide Mannschaften. Warum wir Gegentore bekommen haben, insbesondere in der ersten Halbzeit, ja, lag schon daran, dass wir einfach in der Spieleröffnung in der Dreierkette viel zu breit standen, dass wir eigentlich nicht durchs Zentrum spielen wollten, ne, weil RB heute sehr kompakt gestanden hat und darauf gelauert hat, Ballgewinne zu erzielen und schnell umzuschalten. Und ja, in diese Falle sind wir getappt. Wir wollten über den Flügel eröffnen, wir wollten die Räume auf den Außenpositionen auch durch Spielverlagerungen nutzen, um selbst in gefährliche Zonen zu kommen. Jedes Mal, wenn wir das gemacht haben, waren wir brandgefährlich und haben auch in der ersten Halbzeit wirklich sehr große Tormöglichkeiten gehabt. Insbesondere auch durch Asano, zweimal nicht zum Abschluss gekommen. Der wird dann sicherlich nicht als Großchance gewertet, aber es war eine, wo er einfach einen Tick zu lang gezögert hat, zweimal, um einfach frei vorm Tor abzuschließen. Weitere gute Dinge im Positionsspiel wirklich, aber eben diese 3-4 Mal mit einfachen leichten Ballverlusten im Zentrum, die uns dann auch in Rückstand gebracht haben. Wir haben das in der Halbzeit nochmal deutlich thematisiert, vor dem Spiel sowieso schon, und haben es in der zweiten Halbzeit einfach besser gemacht. Auch punkto Restverteidigung, nicht so viele leichte Konter zuzulassen. Wir wollten ruhig weiterspielen und haben hinten raus große Moral bewiesen, haben immer an uns geglaubt, dass wir ja auch hier noch mindestens den Punktgewinn auch erzielen können. Haben alles riskiert und ja, in den letzten Minuten regelrechtes Feuerwerk abgebrannt, ein Powerplay auf ein Tor gespielt. Großchancen gehabt, aber leider sollte das Glück nicht mehr auf unserer Seite sein. Beim Eckball, Kopfball von Waldi, auch die letzte Aktion, wo nochmal auf der Linie gerettet wird. Vorher Riesenchance auch von Wallace nach einer Standardsituation, sodass wir uns leider nicht belohnt haben und heute sicherlich ja, traurig nach Hause fahren und es einfach schade ist, dass wir hier für einen mutigen Auftritt nicht belohnt wurden. Dankeschön. Vielen Dank. Dann bitte ich auch dich, Ralf, um deine Einschätzung zum Spiel. Ja, ich sehe es ähnlich, dass das ein Offensivspektakel war. Ich denke, für die Zuschauer war es ein sehr unterhaltsames Spiel. Für uns Trainer, denke ich, weniger. Ich habe viele Dinge gesehen, die heute gut waren, auch von denen, die wir uns vorgenommen hatten. Alle drei Tore waren im Prinzip genau das, an dem wir sehr viel gearbeitet haben in den letzten zwei Wochen. Tiefgang gut gekontert, hatten noch zwei, drei weitere Möglichkeiten, die wir hätten besser ausspielen können. Auch am Schluss über Conny Leimer. Der Ball, der muss einfach ankommen, dann machen wir in der Situation das 4-2 und haben Ruhe. Aber ja, auf der anderen, was auch gut war, klar, wir haben relativ viele Ecken zugelassen, insgesamt 12, aber heute kein Tor kassiert nach einer Standardsituation. Aber insgesamt haben wir natürlich auch Phasen gehabt, wo wir als Mannschaft nicht gut verteidigt haben, auch wenn das Hannover gut gemacht hat. Wir wussten, dass Hannover eine spielstarke Mannschaft ist, aber wir haben dann, wie zum Beispiel bei der Entstehung zum 3-2, alle Mann hinterm Ball gehabt, aber der eine hat sich auf den anderen verlassen. Keiner hat aktiv und aggressiv zum Ball hin verteidigt und dann kassierst du so ein Tor. Ich denke, Albernos wollte nicht schießen. Ich glaube, das sah eher wie eine Flanke aus, aber trotzdem haben wir es einfach insgesamt in bestimmten Situationen nicht wirklich gut verteidigt und da müssen wir sicherlich noch besser werden in den nächsten Wochen, aber heute war erstmal wichtig, den ersten Saisonsieg einzufahren und darauf können wir jetzt aufbauen. Auch die Mannschaft hat sich reingehauen, hat sich gewehrt. Wir haben auch vorne die Stürmer haben gut mitgemacht und insofern war das sicherlich am Ende ein glücklicher Sieg, aber den nehmen wir trotzdem auch gerne mit. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Cheftrainer? Dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen für das Mikrofon. Ganz hinten, Martin Henkel, bitte. Trainer Jean, Kevin Augustin, alle haben damit gerechnet, dass er spielt. Jetzt war er gar nicht im Kader. Können Sie kurz erklären, wieso er nicht in der Mannschaft war? Ja, weil der französische Fußballverband eine Beschwerde eingereicht hat bei der FIFA. Und obwohl der DFB und die DFL auch in unserem Sinne bei der FIFA klar hinterlegt hat, dass sie, wie wir auch, davon ausgehen, dass für U21-Spiele keine Abstellungspflicht besteht, sieht es offensichtlich die FIFA
anders, ja, oder interpretieren diesen Paragraphen anders. Deswegen ist das sicherlich eine sehr kuriose Situation. Wir sind vermutlich mal in Europa der Verein, der die meisten französischen Spieler im Kader hat. Ich habe vorher auch ein bisschen ketzerisch gesagt, wahrscheinlich sogar mehr wie der ein oder andere große französische Club. Und wenn dann trotzdem der Verband meint, uns dafür dann ja, vor die FIFA zitieren oder anzeigen zu müssen, dann müssen sie das so machen. Für uns war es natürlich sehr ärgerlich, weil Žika in einer guten Form ist. Fürs heutige Spiel war es jetzt trotzdem nicht weiter tragisch, weil auch Jussi in der Topform ist und für mich heute ein klasse Spiel gemacht hat. Und deswegen hatte das jetzt heute auf das Spiel nicht so sehr viel Einfluss, aber es ist trotzdem ärgerlich. Ich habe Ihnen ja in der Pressekonferenz schon erklärt, dass wir vor 2 Wochen proaktiv auf alle Verbände, wo wir Spieler abgestellt haben, zugegangen sind. Meine Co-Trainer, Athletiktrainer haben höchstpersönlich dort angerufen, bei den zuständigen Kollegen E-Mails geschrieben und der allereinzigste Verband, der darauf überhaupt nicht reagiert hat, weder zurückgerufen hat, noch E-Mails zurückbeantwortet hat, obwohl wir ja mit Upamecano noch einen anderen Spieler dort hatten, war der französische Verband. Und deswegen werden wir da sicherlich ein bisschen Gesprächsbedarf haben in den nächsten Tagen und Wochen, weil es ist ja aus beiderlei Hinsicht überhaupt nicht einzusehen und auch nicht nachvollziehbar, warum das Verhältnis im Moment so ist, wie es ist. Stefan Krause. Dazu nochmal eine Anschlussfrage. Rechnen Sie damit, dass es jetzt noch eine längerfristige Schutzsperre ist für GK oder rechnen Sie mit einer Einigung in den nächsten 3 Tagen, sodass er gegen Salzburg spielen kann? Das braucht zunächst mal keine Einigung, weil diese Schutzsperre oder diese Frist sich auf 5 Tage beläuft und die läuft morgen ab. Aber das Spiel war nicht morgen, sondern heute. Deswegen konnten wir natürlich auch nicht riskieren, dass wir ihn jetzt heute einsetzen und wir hätten das Spiel wie heute jetzt gewonnen und dann wäre es dann nachher doch anders gewertet worden. Deswegen war die klare Empfehlung auch von unserer juristischen Abteilung, dass wir ihn eben nicht einsetzen. Uli Krömer. Eigentlich, RB Leipzig hatte heute nur 37, glaube ich, Prozent Ballbesitz. War das Ihr Matchplan heute? War das so angelegt? Und Herr Breitenreiter, waren Sie davon überrascht? Hatten Sie das so erwartet oder hat Sie die Herangehensweise überrascht? Ja, wir wollten schon in erster Linie Tempo bei eigenem Ballbesitz und das haben wir auch teilweise gut gemacht. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, wir haben nicht in jeder Phase des Spiels bei dem vielen Ballbesitz von Hannover gut verteidigt. Und deswegen auch, ich muss nochmal sagen, Hannover hat es trotzdem auch gut gemacht. Die Mannschaft hat sich absolut top entwickelt jetzt in den letzten 2 Jahren. Da kann man wirklich nur den Hut ziehen, auch was die Qualität einzelner Spieler angeht. Aber ja, wir haben da schon auch ein bisschen Anteil dran gehabt, dass es dann eben nochmal so richtig spannend geworden ist. Ja, ich finde schon, dass wir uns auch insbesondere im Positionsspiel, im Ballbesitz wirklich gut weiterentwickelt haben. Klar, das haben wir schon ein Stück weit auch erwartet, dass RB zurück zu seinen Wurzeln auch geht. Und wir haben einfach ein klasse Umschaltspiel mit enormer Geschwindigkeit. Es zeichnet sie aus, schnell vertikal in die Spitze zu spielen. Das wollten wir jedoch gegen den Ball genauso machen, weil sich schon auch Räume auf den Flügelpositionen ergeben. Und das hat es auch in der ersten Halbzeit gezeigt. Also wir haben eigentlich einen ganz guten Mix gehabt, ja, zwischen Umschaltmomenten über Asano, über Bebu, aber durch Situationen im Ballbesitz. Leider haben wir vielleicht auch etwas zu naiv dann es auch übertrieben und viel ins Zentrum gespielt, weil das wollten wir definitiv nicht tun. Weil darauf lauert RB und dann haben sie einen kurzen Weg zum Tor und dann sind sie auch nicht mehr aufzuhalten. Das hatten wir schon im Rückspiel der letzten Saison genauso erlebt. Dann geht es ratzfatz und das ist leider heute wieder so gewesen, obwohl wir es thematisiert haben. Aber ja, wir müssen daraus lernen, wir müssen die Köpfe hochnehmen. Es gibt nämlich unheimlich viele Dinge, die wir gut gemacht haben und da werden wir weitermachen und weiter an uns glauben vor allen Dingen. Anne Grimm. Herr Rangnick, die Kombination aus Emil Forsberg und Timo Werner, die gerade in der ersten Bundesliga-Saison für so viele Tore und Vorbereitungen auch gesorgt hat, waren heute quasi auch für 2 zuständig. Wie weit sehen Sie die zusammen als Partner auch davon? Und gerade bei Emil Forsberg hat man trotzdem das Gefühl, er ist noch nicht ganz wieder in alter Verfassung. Ja, also gut, wenn die alte Verfassung dieses erste Bundesliga-Jahr ist, so ein überragendes Jahr, wie er da gespielt hat, hat er davor und danach noch nicht wieder gespielt. Und das musst du auch erstmal machen. Ich glaube, da hat er, 21 Assists gehabt und 8 oder 9 Tore. Ich glaube, da tun wir auch der Mannschaft keinen Gefallen, wenn man sie immer nur an diesem einen Jahr misst, auch andere Spieler nicht. Aber ich bin mit der Formkurve von beiden Spielern absolut zufrieden. Ich fand, Emil war heute sein bestes Spiel jetzt wieder in dieser Saison. 2 Tore vorbereitet, enorm viel gelaufen, auch gegen den Ball, extrem viel gearbeitet. Und bei Timo ist es ja offensichtlich,
beide Länderspiele und auch jetzt bei uns, ja, dass das wieder in die richtige Richtung geht. Und deswegen hat es mich jetzt auch nicht überrascht, dass er jetzt angefangen hat zu treffen. Ich bleibe aber dabei, auch Jussi heute, die Kombination vorne, die drei haben das richtig gut gemacht. Und wir haben ganz vorne und auch was die Zahl der Spieler angeht, ganz hinten nicht so viele Probleme, haben immer noch da auch gute Qualität. Im Mittelfeld haben wir auch genug Spieler, aber da fehlt natürlich trotzdem, das ist, braucht man auch gar nichts, streitet bei uns, glaube ich, auch keiner ab, auch keiner in der Mannschaft. Da fehlt uns natürlich schon noch mal so ein, dieser Unterschiedsspieler Naby Keita, der würde uns natürlich nach wie vor gut tun, aber er ist eben nicht mehr da. Der hat heute mit Liverpool sein 5. Spiel in Serie gewonnen in Tottenham und ist Tabellenführer und der überragende Spieler dort. Deswegen nützt es auch nichts. Den zweiten Naby Keita werden wir so schnell nicht hierher kriegen, sondern den müssen wir, wenn überhaupt, dann wieder selber entwickeln. Martin Henkel. Trainer, können Sie mal kurz beschreiben, vielleicht en Detail, warum es so schwer ist, zu Null zu spielen für Ihre Mannschaft? Ja, weil wir natürlich auch da, André hat es gerade selber gesagt, einen guten Mix, eine gute Balance zu finden. Wir hatten auch schon Spiele, wo wir nicht so viele Torchancen rausgespielt haben und vor allem auch bei eigenem Ballbesitz zu viel quer gespielt haben. Das war heute viel besser. Ich fand, dass wir heute teilweise richtig gut gespielt haben bei eigenem Ballbesitz, vor allem nach Balleroberung. Aber gleichzeitig dabei noch richtig kompakt zu bleiben und aggressiv gegen den Ball zu spielen, das ist nicht so einfach. Und unsere Mannschaft spielt halt schon, wenn dann gerne, ganz aggressives frühes Pressing, frühes Vorchecking. Das haben wir auch heute teilweise richtig gut gemacht. Aber dann auch mal in der eigenen Hälfte trotzdem ballorientiert vorwärts zu verteidigen, das machen wir noch nicht so gut. Da verlassen sie sich dann zu sehr aufeinander und denken vielleicht, in diesen Bereichen wird sich der Gegner schon irgendwo in unseren Beinchen verheddern oder verfangen. Aber so eine Mannschaft wie Hannover verfängt sich dann eben nicht in den Beinchen, sondern macht dann eben auch ein Tor oder auch zwei Tore aus solchen Situationen. Stefan Krause. Trainer, Sie haben Timo Werner und auch Diego Demme dann vom Platz genommen. Diego humpelt ein bisschen, genauso auch Timo. Ist das irgendwie Richtung Salzburg ein Problem? Und die zweite Frage, haben Sie heute in St. Pölten eigentlich einen Scout, der die Salzburger beobachtet? Nein, wir haben nie bei unseren Gegnern vor Ort Scouts, weil wir ja über Y-Scout und über Video genug Informationen haben. Und in Salzburg kennen wir ja auch. In dem Moment, wo wir den Spielberichtsbogen am Donnerstag haben, wissen wir, wie sie spielen und wer auf welcher Position spielt. Und zur anderen Frage, ich glaube nicht. Nein, Diego hatte einen Krampf gehabt kurz vorher und auch die gelbe Karte schon. Deswegen wollten wir da einfach auf Nummer sicher gehen und Conny Leimer bringen. Und ich gehe aber nicht davon aus, wir haben im Moment alle Mann an Bord. Wenn ab morgen oder ab übermorgen auch Schika wieder spielen kann, haben wir keinen Ausfall. Insofern gehe ich im Moment davon aus, dass wir für die nächsten Spiele alle Spieler zur Verfügung haben. Gut, dann bitte zum Abschluss Uli Krömer. Eine Frage nochmal zur Fünferkette. Sie haben ja dann umgestellt, glaube ich, Mitte der ersten Hälfte war das notwendig, auch weil ich hatte den Eindruck, Willi Orban hinten relativ fehleranfällig war, oder was war der Hintergrund? Ja, ich hätte im Nachhinein lieber noch 3 Minuten vorher umgestellt, dann hätten wir vielleicht auch das 1-1 nicht kassiert. Wir haben heute, glaube ich, insgesamt 4 oder 5 Mal die Grundordnung verändert, aber Hannover, glaube ich, auch 3-mal. Ja, mal Dreierkette, mal Viererkette, dann teilweise auch gewechselt bei eigenem Ballbesitz, gegnerischem Ballbesitz. Das war ein bisschen wie Schach heute. Ich denke, das ist klar, Hannover hat dann immer wieder auch 4, teilweise 5 Spieler vorne und wenn du dann mit einer Viererkette dagegen spielst, dann ist es nicht so ohne Risiko. Deswegen, glaube ich, hat uns das teilweise gut getan, dass wir dann umgestellt hatten, trotzdem im Mittelfeld kompakt waren. Aber ja, wie schon gesagt, beim 3-2 hatten wir alle Mann hinten, hatten eigentlich 2 Busse geparkt, aber der Busfahrer war halt nicht mehr am Steuer und dann werden auch mal 2 Busse ausgespielt, wie das in dem Moment eben der Fall war. Herzlichen Dank Ihnen allen und insbesondere natürlich unseren Gästen. Einen guten Nachhauseweg. Dankeschön.